bin der Fred Steinmann und schaffe auf dem 6015 und seit meinem 16. Lebensjahr fahre ich schon Bagger. Ja. Der Bagger hat 150 Tonnen. Ich arbeite immer 9 Stunden und wenn ich die Mulde mit dem 6015 belade, dann gehen da ca. 7 Löffel drauf und ein Löffel, der hat ca. 9 Tonnen Gewicht. Die Mulde, die dauert ca. 5 Minuten, bis ich sie geladen habe. Und wenn es gut läuft, wenn die Brecheranlage voll durchläuft, dann machen wir 6000 Tonnen am Tag. Der Bagger ist super, der hat viel Kraft. Und auch die Bewegungsabläufe sind ganz feinfühlig. Und der Stand von dem Bagger, der ist auch gut. Also der steht gut. Wenn man auch den Löffel vollgeladen hat und schwenkt, steht der Bagger super. Für die Größe ist der wirklich wendig und schnell, der Bagger. Und die Rundumsicht, da habe ich 2 Kameras drin. Wenn ich schwenke, dann sehe ich auch die Rundumsicht, dass ich nirgends hängen bleibe. Und ja, wenn mal ein großer Stein ist, dann gehe ich halt mit dem Arm hoch und dann lasse ihn plotzen auf den Boden. Dann geht er kaputt. Wenn man den Fels rausreißt, dann merkt man erstmal, wie stark der Bagger ist, wie stabil auch. Ja, das ist ein robuster Bagger. Der Bagger hat eine Leiter, wo ich hochgehe. Die Leiter, die geht elektrisch hoch und runter. Und so wenn ich Motoröl, das mache ich grundsätzlich jeden Morgen, kontrolliere ich. Das ist gut zugänglich. Ja, und der Bagger ist auch gut beleuchtet, wenn es morgens dunkel ist. Und der Cut-Service ist auch super. Der ist immer, wenn man anruft, ist der innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde meistens immer gleich da. Es macht halt einfach auch Spaß, wenn man auf so einem großen Bagger drauf hat. Und wenn der Tag gut läuft, dann kann schon Massen bewegen. Ja, das siehst du dann auch. Ja, weil da brauchst du auch Konzentration, wenn du auf dem Bagger drauf hockst. Ja, das Tolle an dem Beruf ist halt, wenn man auf so einem großen Bagger, auf so einem mächtigen Bagger mit 150 Tonnen, da ist man auf sich selber stolz, wenn man auf so einem großen Bagger draufhocken darf. Ja, das macht schon Spaß. Ein Cut ist eigentlich die beste Maschine, was es gibt.